Hallo, das ist Sansibar. Wie versprochen, nehme ich euch jetzt in der nächsten Zeit mit auf meine Reise durch Sansibar. Aber ich reise nicht touristisch in Hotels. Nein, ich nehme euch mit ins ursprüngliche Sansibar. Ich bin mit Locals unterwegs, ich bin an Schulen und ich bin an meinen Lieblingsstränden. Also bleibt einfach dran, wenn ihr mehr davon sehen wollt. So, es ist Boarding. Da steht das Flugzeug schon. Salat, hier gibt es einen Nachtisch, Wasser und Rindfleisch mit Kartoffeln und ein Stück Kuchen. Dazu einen Mango-Juice. So, ich bin in Doha. Ich hatte einen super angenehmen Flug. Und jetzt geht es um 1.40 Uhr weiter zum Kilimanjaro Airport. Ich muss jetzt erstmal Gate C finden. Und ja, das Essen war lecker, der Flug war sehr angenehm. Hab einen guten Film geguckt, Systemsprenger, wer den schon kennt. Ja, dann werde ich mich mal hier durchfuchsen. Hier ist schon richtig viel mehr los als in Deutschland. So, ich muss zu C25, hier steht schon dran, aber das ist noch ein Ende. Ich fahre hier mit so Bändern, auf so Bändern. Da, C25, muss man jetzt links rum. So, jetzt sitze ich hier in Doha auf dem Flughafen. Da hinten wird gleich mein Flugzeug aufgerufen und dann ist Check-in und ich fliege zum Kilimanjaro Airport weiter. Schaut mal, ich habe eine ganze Reihe für mich. Ich sitze hier am Fenster. Schön, hatte ich noch nie. Und jetzt kann ich richtig gut schlafen mit drei Sitzen. Schaut mal, was wir hier bekommen haben. Das ist so ein Sicherheits-Travel-Kit. Da sind jetzt Handschuhe drin, Desinfektionsmittel und eine Maske. So, die Gegenwege wird schon mal weggerollt. Dort vor uns startet noch ein Flugzeug. Dann sind wir dran. Ich habe gerade so schön geschlafen, da schüttelt sie mein Bein.
und fragen nach Frühstück. Jetzt gibt es hier Rührei mit Würstchen, Bratkartoffeln, Früchte, Joghurt, Marmelade, Croissant und einen Kaffee. So richtig unbeschwert reisen kann man irgendwie nicht mehr. Der hinter mir hat gerade genießt. Da kriegt man echt ein bisschen Angst jetzt gerade. Vor allem, man muss ja für die Einreise nach Tansania keinen Test bringen. Also ich habe ihn trotzdem gemacht. Einfach zur Sicherheit für mich, fürs Land, obwohl ich geimpft bin. Aber der hinter mir muss ja keinen Test bringen. Und der hat bestimmt auch keinen gemacht in Katar. Und der niest und pusht die ganze Zeit. Also da kriegt man schon ein bisschen Angst. So, jetzt muss ich hier eigentlich Sachen fürs Visum ausfüllen. Die frieren hier gerade ein. Schade. Wundervoll erhaben präsentiert sich der Kilimandscharo über den Wolken. Bis das Flugzeug durch die Wolken fliegt und wir ihn nicht mehr sehen können. So, ich bin gelandet. Hier am Kilimandscharo International Airport. Und jetzt muss ich meinen Koffer abholen, denn die konnten den nicht durchchecken bis Sansibar. Ja, mal schauen. So, hier bekommt man jetzt ein Formular und ich glaube Fieber gemessen. Und da muss man das ausfüllen. So, das erste Mal ohne Maske. Ich bin hier am International Airport in Moshi am Kilimanjaro und genieße zum ersten Mal frische Luft, seitdem ich gestern losgeflogen bin. Ich war jetzt Fieber messen, dann musste ich an drei verschiedene Schalter fürs Visum, dann musste ich meinen Koffer holen, denn jetzt fliege ich mit Precision Air, das ist die tansanische Airline. Und dann geht's weiter nach Sansibar und so sieht's hier aus. Hört ihr die Vögel? Es ist so schön. So, eingecheckt bin ich. Den Koffer habe ich auch abgegeben. Hier wird noch mit der Hand geschrieben, das Boarding, der Boardingpass. Und jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich lang muss. Und das ist hier der Flughafen. Mit deinem schönen Blick auf die Berge im Hintergrund. Der Kilimandscharo ist jetzt leider hinter uns. Schaut mal, hier wurde jeder zweite Sitz gleich erstmal entfernt. Nicht mit Absperrband versehen, sondern weg. Da kommt mein Flugzeug schon. Haben wir es ja nicht weit von hier drinnen. So, jetzt geht's zum Boarding.
geschafft. Jetzt muss ich nur noch den Fahrer finden. Und dann geht's noch 1,5 Stunden nach Nungbi. So, hier müssen sich jetzt alle erstmal Hände desinfizieren und Fieber wird gemessen. So, jetzt kommt hier gleich so ein Bollerwagen, der bringt die Koffer und dann kann ich meinen Koffer hier abholen. Geld holen. Ich sitze beim Fahrer im Auto, wir sind gerade mal 5 Meter gefahren, jetzt kauft er erstmal ein. Hier ist so ein Obststand und da holt er sich erstmal was zu essen. Aber ist egal, ich fahre ja gerne durch die Stadt hier. Also hier ist der Flughafen und ja, da mussten wir jetzt rausfahren, erstmal durch die Schranke und it's rainy season. This is not allowed in Germany. So, ich bin jetzt angekommen und bevor ich das Zimmer umkrame, will ich euch gleich mal eine Roomtour verschaffen. Und das ist mein Ausblick und hier hängen schon mal Granatäpfel. Das ist der Garten, der zur Unterkunft gehört. Und hier geht's in mein Zimmer. Mir erstmal die Klimaanlage angemacht. Wenn man 24 Stunden durch die Maske atmen muss, ist schrecklich. Hier hängt auch ein Moskitonetz, Ventilator ist auch da. Ist ein Regal. Da liegt schon ein bisschen von meinem Krempel. Ein Nachtschrank. Hier ist ein Tresor, hier oben ist noch eine Ablage. Und hier ist das Bad. Also schlicht und einfach, aber richtig schön für mich. Jetzt auch noch mal von dieser Seite gezeigt. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich gerade entdeckt habe. Wer weiß nicht, wie Papayas wachsen? So. Ich habe hier zu Hause auch einen Mini-Papaya-Baum. Da werden wohl nie welche dran wachsen, aber hier, die sind schon mal schön groß, oder? Mal, hier werdet ihr mich nicht finden. Finde ich ein bisschen gruselig und sehr eng. Also, schaut doch mal. Hier ist doch wohl warm, oder? Oh ja. Das Aquarium, da werden Schildkröten wirklich gerettet, aufgepäppelt, wenn sie krank sind oder sich verheddert haben in Netze.
Kann man auch reingehen, spendet glaube ich 5 Dollar oder so war es mal. Ja, und jetzt kommt die Flut. Und dann komme ich jetzt nicht weiter, aber morgen oder übermorgen gehe ich mal bei Apple da lang. Da ist es wunderschön. Schaut mal, was hier angespült wurde. Ein Riesenteil. Hier kann man richtig schön sehen, wie das von innen aussieht. Hier ist der Fischerstrand. Wahrscheinlich holen die das mit ihren Netzen mit raus. Cool. Das erste Mal bin ich jetzt nass geworden. Hier hinter dieser Mauer verbirgt sich übrigens das Hilton Hotel. Finde ich jetzt nicht so schön als Strand fürs Hilton Hotel, oder? Was sagt ihr? Die haben ja keinen richtigen Strand zum Liegen, sondern die haben hier diese Mauer. Da oben können sie sich entspannen, aber so richtig mit Sand und so ist hier nicht. Nur bei Ebbe. Dann hier von so einer Plattform. Runter ins Wasser. Finde ich jetzt nicht so schön. Der Salat hat eindeutig zu lange gedauert. Ich komme hier gar nicht mehr zurück. Und da oben, seht ihr den Wachmann? Der passt auf sein Hotel auf. Mal, hier schwimmt ein Kugelfisch. Oder sowas in der Art. Ist schon ganz schön hoch jetzt das Wasser hier. Kann man gar nicht mehr lang laufen. Das ist halt die Schwierigkeit. Man muss halt immer vorher wissen, wann Ebbe und Flut ist. Sonst muss man hier schwimmen. Und dann wird man gegen die Wand gehauen. Tada! Hat euch das Video gefallen? Von dieser traumhaften Insel? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, könnt ihr gern auf Abonnieren klicken. Bis bald!